strong signal for Yorha Unit 2B offline. Death confirmed. Data exchange engaged. Yorha Unit 9S has completed repair and reconstruction of all damaged areas. Unit is ready for reactivation. Yorha Unit A2 also ready for reactivation. Proposal. Illuminate surrounding area. Analysis. Units 9S and A2 are safe. No problems detected. Only one issue remains. We comprise the Yorha support system. If the A2 and 9S units are operational, we are required to attend and support. Agreed. Displaying positions of units A2 and 9S. Aktuelle Koordinaten werden angezeigt. Einheit zum Unterstützen auswählen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Nier Automata. Beim letzten Mal wollten wir eigentlich den Krieg gegen die Maschinen gewinnen. Das ist dann mal vollkommen nach hinten losgegangen. Die Maschinen haben mehr oder minder fast komplett Yorha ausgelöscht. Und wir haben gesehen, wie 2B quasi ihre Erinnerung an A2 gegeben hat. Und ja, jetzt sind wir quasi, sollen wir als Pod 42 uns aussuchen, wen wir unterstützen wollen. Und ich meine, da Pod 42 einst hier 2Bs Pod war, dann soll der natürlich A2 unterstützen. Bestätigt. Beginne Unterstützung von Einheit A2. So then, what happened to command? Number 2, go! I can handle... No! Number 4! Activation of Unit A2 confirmed. Good morning, A2. Who are you? Tactical Support Unit Pod 042. This pod has been tasked with providing firing support for Yorha Unit A2. I didn't ask for help. Affirmative. No request was received from Unit A2. Rather, it was the final order from this pod's previous support assignment, Unit 2B. Well, it's unnecessary. Yorha Unit A2 lacks the authority to override this order. Whatever. Ja, wir sind jetzt in der Haut. What the hell is that huge thing? Unknown. You're pretty useless, you know that? Wir sind jetzt in der Haut von A2. Alter, ist das Ding groß. Wir können jetzt spotten. Sieht ganz cool aus. Is that all? Macht im Prinzip. Unit A2 should state her intentions. Why the hell would I do that? In order to provide optimal support, pods must be supplied with data relating to the activities of supported units. Not happening. Okay, A2 macht also ihr eigenes Ding. Na gut, dann gucken wir mal. Dann machen wir halt unser eigenes Ding. Irgendwas wird sich schon finden. Naja, A2 ist ja eine andere Einheit. Ach du Scheiße, was bist du denn? Als die anderen Yorha-Einheiten. Ist ja von einem früheren, oder ist ja ein früheres Modell, wie wir wissen. Die hat noch ein paar andere Fähigkeiten als die späteren Modelle. Und sie kämpft ganz gut. Ich frage mich, sie hatte doch ein paar andere Schwerter. Vielleicht kann ich die ja auch mal benutzen. Das wäre ja auch mal interessant. What did I just say? If an attending support unit is not provided with data related to the activity of its target, it is programmed to automatically repeat the request every 30 seconds until such data is made available. Are you kidding me? Proposal. Unit A2 should state her intentions. Needlessly repeating conversations on the same topic is a waste of energy resources. You're the one who keeps talking. Ja, ich glaube, A2 will nicht so ganz erzählen, was los ist. Na, ganz ruhig, Freundchen. Dich mache ich erstmal fertig. Und zack. Ah, Mist, den habe ich nicht ganz getroffen. Habe ich eigentlich auch die komische Axt noch? Ja, okay, wir haben die gleichen Waffen wie 2B bekommen. Wir haben ja im Prinzip... Also ich habe das so verstanden, dass ihre Erinnerungen über das Schwert, das sie ihr gegeben hat, übertragen wurden. Wir können ja gleich mal gucken,
ob wir vielleicht mal ein paar andere Waffen jetzt anlegen, so wenn wir schon in der Haut von A2 sind. Ernsthaft. Unit A2 should state her intention. Stop! My intention is to beat the hell out of every goddamn machine I can find. Is that enough for you? Affirmative. Scanning and marking of nearby machine life forms complete. Goliath class enemies detected in desert area. Proposal. Goliath class enemies should be destroyed. Don't tell me what to do. Pods are not authorized to issue commands. Proposals are merely recommendations based on data provided by Unit A2. Proposal. Unit A2 should state updated intentions in order to secure more usable data. Shut the hell up. Negative. This pod is engaging in activity based on the final order of Unit 2B. Yorha Unit A2 lacks the authority to issue commands. Look, just stay out of my way. Affirmative. Okay, da können wir ihn ja vielleicht mal ganz kurz benutzen, auch wenn das ja nun wirklich nicht A2s Idee ist. Oh, ein Maschinenkern. So, ach Mann. Ich meine, sie will natürlich alleine eher kämpfen. Hat jetzt echt keinen Nutzen für so einen verdammten Pott, wenn wir mal ehrlich sind. So, und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht mal ein paar andere Waffen benutzen können. Bevor wir quasi gleich in die Wüste aufbrechen und uns mal dem Goliath widmen. Gucken wir doch mal, Waffen. Was haben wir denn hier alles so? Wir können ja, also, ich meine, wir können zum Beispiel, ich glaube, das war das eins der Schwerter, das sie oft benutzt hat. Oder das A2 auf jeden Fall benutzt hat, genauso wie das. Ist halt die Frage, die sind halt null abgegradet, was das Ganze ein bisschen problematisch machen könnte. Wir könnten ja mal, wisst ihr, was wir mal machen können? Ich meine, ich finde die zwar ganz cool, aber ich glaube, A2 würde eher auf ihre normalen Schwerter vertrauen. Ich würde mal sagen, wir können ja mal einfach aus Jux mal ein großes Schwert in die schnelle Hand nehmen und ein kleines Schwert in die andere. Dann haben wir auch, also in die starke Hand quasi. Dann haben wir nämlich auch ein paar andere Kombinationen. Ich meine, die müssen wir theoretisch irgendwann mal noch aufbessern. Ich frage mich, wie A2 mit Emil reagieren oder auf Emil reagieren würde. Das hat auch was, die Kombination. Muss man mal ganz klar sagen. Okay, das ist noch die gleiche. Mal gucken, wie viel Schaden wir damit machen bei den Maschinchen hier, wenn wir schon mal hier sind. What's that? Proposal. Use Podfire to force him to stop. Na gut, können wir ja gleich mal machen. Vielleicht sollte ich für den Großen zumindest mal die starken Waffen benutzen. Ich meine, so wichtig ist es auch nicht, wenn wir ehrlich sind. So, warte mal, jetzt stoppen wir den erstmal. Mal gucken, was A2 dann über den Typen sagt, über den guten Emil. Ich meine, ich weiß nicht, Emil war ja eigentlich mal... ich muss ganz ehrlich sagen, Emil war ja früher eigentlich ein Mensch. Die Frage ist doch also eigentlich eher, ist er jetzt eine Maschine? Er hat sich ja geklont, das wissen wir. Beziehungsweise er hat halt Kopien erschaffen. Was ist das denn? Oh, versucht er mich zu hacken oder was? Ah ne, der fliegt los, okay. Ich dachte schon, der versucht mich wieder zu hacken. Ich weiß nicht, zählt er jetzt eigentlich als Maschine? Hat er sich zu einer Maschine umgebaut? Oder zu einem Androiden halt von mir aus? Oh, na gut, Android ist er ja nun wirklich, wenn wir mal ehrlich sind. Boah, sind das viele Gegner, ey. Och, na geil. Er wollte mich echt hacken. Ich hätte rausgehen sollen. Jetzt fangen die an, hier zu hacken, echt. Die blöden Maschinen werden echt stark. Ach stimmt, mein Nahkampfsystem ist ja ausgefallen. Muss ich echt warten, bis mein Nahkampfsystem wieder fit ist? Zack. Und zack. Aber ich meine, den Pot kann ich ja zum Glück noch benutzen. Wann ist denn mein verdammtes Nahkampfsystem mal wieder fit? Vielleicht, wenn ich den Typen ausschalte. Ah, jetzt. Mach mal den mal schnell fertig. Sehr gut. So. Und dann ihr Kleinen noch. Ah, ich glaube, die Waffe sollten wir vielleicht echt mal aufbessern, bevor wir hier weitermachen. Ich meine, die Kombination sieht an sich ganz geil aus. Muss man klar sagen. Aber wirklich Schaden machen wir mehr mit der. Also ich glaube, an sich sieht die Kombination geil aus, aber ich glaube, mehr Schaden macht man tatsächlich mit der kleinen Waffe in der leichten oder in der schnellen Hand und einer großen Waffe in der starken Hand. So. Emil, hast du irgendwas zu erzählen? Tag auch. Der feiert hier. Oh, au, 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 au. Dieser plötzliche Angriff und dann der Stopp. Oh, sie sind A2, nicht wahr? Das Schicksal muss uns hier zusammengeführt haben. Wenn du schon einmal hier bist, magst du nicht etwas kaufen?
Okay, nehmen wir einfach mal so hin. Diese verdammte Musik, ey. Rache? Achso. Ich glaube, der hat immer noch die gleichen Chips, kann das sein? Na, ich glaube, er hat jetzt ein paar Hacken-Chips. Entschuldigung, da war übrigens gerade ein Huster. Ich freue mich schon darauf, dir erneut dienen zu können. Wie bitte? Du möchtest wissen, wo ich lebe? Nein. Nun, ich lebe tief, tief im Untergrund. Stell dir etwas Tiefes vor und dann noch tiefer. Du kannst mich gerne jederzeit besuchen. Okay. Das kennen wir ja schon. Ja, machen wir uns jetzt aber endlich mal in die Wüste auf. Huch, achso, ich bin einfach nur gestolpert. Dass Emil hier immer noch seine Sachen verkauft. Ich habe eigentlich geguckt, weil der verkauft ab und an auch mal Waffen. Wir müssen mal gucken. Demnächst werden wir einfach mal tatsächlich vielleicht die anderen beiden Waffen verstärken. Vielleicht können wir dann ein bisschen was anderes nehmen. Mal. Ich meine, im Endeffekt haben wir ja jeden Waffentyp schon mal gesehen jetzt. Es gibt ja, wie gesagt, Speere. Also es gibt kleine Schwerter, große Schwerter. Von denen tragen wir gerade jeweils zwei. Dann gibt es Speere. Ich bin ja eher so der Schwerttyp, muss ich sagen. Dann gibt es Speere, dann gibt es Faustwaffen. Das war es ja eigentlich schon. Viel mehr gibt es ja gar nicht. Alter, mit denen hauen wir aber echt gut rein. Und was sagst du so zu der? Zack, zack. Und tschüss. Alter, was war das denn für ein geiler Move? Warte, den probieren wir nochmal aus. Habe ich irgendwie nicht hingekriegt gerade. Ja, nee. Irgendwie kriege ich den nicht hin. Da. Kriege ich irgendwie nicht hin. Ist aber auch egal. Wir machen sie einfach so fertig. Es gibt so ein paar Moves, bei denen habe ich einfach keine Ahnung, wie ich die richtig machen kann. Es gibt, also ich meine, wie gesagt, an sich, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass einzelne Waffen prinzipiell, oder dass die Movesets sich nur unterscheiden, wenn es halt wirklich, also wenn man ein kleines Schwert, ein großes Schwert benutzt oder sowas halt. Wie gesagt, die können zwar noch sich ganz cool kombinieren, das finde ich auch ganz cool, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass bei den ganzen Waffen die verschiedenen Waffen nicht verschiedene Movesets haben. Das wäre einfach nochmal ein bisschen geiler. Was machst du denn da? Ein Laser? Alter, den hat's ja weggefeuert. Tschüss. So, um jetzt aber nichts wie den Goliath endlich mal suchen. Ich meine, was wollen wir denn hier die ganzen Minimaschinen fertig machen? Da sind wir ja morgen noch nicht fertig, wenn wir die alle fertig machen. Ich glaube, so kriegsmäßig müssen wir auch nicht mehr denken, dass wir es jemals schaffen werden, die Maschinen alle auszuschalten und den Krieg zu gewinnen. Ich weiß nicht, da müsste schon fast ein Wunder passieren. Aber, ich meine, so ein paar kann man ja immer mal mitnehmen. Vor allem, weil A2 scheinbar ja noch so die eine oder andere Rechnung mit Maschinen offen hat. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir da auch ein paar vernichten. Ab in die Wüste. Vielleicht kann man sich eigentlich noch teleportieren. Ich meine eigentlich... Lass du mich mal... Ach, weißt du was? Wenn du dich schon mit mir anlegen willst, dann kriegst du jetzt auch aufs Maul. Selbst schuld, würde ich sagen. Hättest du anders haben können. Wow, der steht nach dem Angriff noch. Ich weiß gar nicht, ob teleportieren noch theoretisch geht. Ob die Teleporter noch funktionieren, wenn der Bunker deaktiviert ist. Ich meine, theoretisch die Körper, die in den Dingern sind, könnten theoretisch ja noch funktionieren, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, sich darauf zu verlassen, wenn ich mal ehrlich bin. Kann mir nicht vorstellen, dass das eine so gute Idee ist, sich auf, ja, so eine alte Technologie zu verlassen. Achso. Sich auf so eine alte Technologie zu verlassen. Wenn der Bunker im Endeffekt erledigt wurde. So, aber wisst ihr, was wir auf jeden Fall mal machen, bevor ich jetzt weitermache, weil ich das jetzt mehrfach gemerkt habe. Und zwar gehen wir mal endlich in die verdammten Pod-Programme und nehmen die Verlangsamung raus und hauen dafür endlich mal den Laser wieder rein. Den wollte ich schon lange mal wieder reinhauen. Und ich hatte aber nie so richtig die Zeit, weil wir die ganze Zeit gekämpft haben oder immer was dazwischen gekommen ist oder ich es einfach vergessen habe. So, der hat jetzt den Laser. Der Laser hat den Laser, das kann man sich auch gut merken. Ist nicht allzu komplex. Ja, das Ding ist noch blau, also theoretisch sollte das mit dem Teleportieren noch funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist tatsächlich, wenn wir mal ehrlich sind, sich zu teleportieren. So, dann gucken wir mal, wo sind jetzt die großen Goliath, oder hier der große Goliath? Ach, da ist er ja. Ah, zwei, na von mir aus. Oh, drei. Ich nehme alles zurück. Ach, schön dem Angriff ausgewichen mit der Pottfähigkeit. Oh nein, das wollt ihr doch jetzt nicht beide. Zack. So, das eine Bein hätten wir schon mal entschockt. Das zweite Bein wäre entschockt, das ist wichtig.
Weil wenn wir die entschocken, dann können die uns nicht mehr damit zurückschlagen. Ui, das war knapp. Sehr gut, der wäre erledigt. Ich finde eigentlich den Laser von den Pod-Programmen her am besten, weil der mehr quasi eine höhere oder mehr Schüsse hat als die normale Waffe. Finde ich eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Und jetzt hat er auch den Laser, das heißt, der ist auch endlich mal im Kampf so richtig sinnvoll einsetzbar. So, und jetzt zack. Ich glaube, das würde mehr Schaden machen, wenn ich die verdammten Pods endlich mal aufgebessert hätte. Sehr gut, zack. So, wieder mit dem Laser drauf. Ja, ich glaube, die sind auch wenn das ein Laser ist, sind die trotzdem geschützt dadurch. Oh, neue Stufe, sehr schön. Zack, gut, das war jetzt eigentlich nicht so geplant, ich wollte den. Und tschüss. So, mal hier die anderen Waffen benutzen, sehr schön. Ich meine, die Kombination der kleinen Waffe in der großen Hand oder in der schweren Hand sieht ja schon irgendwie geil aus. Bin ich ja ehrlich. Was ist das denn? Ah, ein Laser. Interessant. Kann man mal machen. Alter, die sind ganz schön beweglich, die Typen. Muss man ihnen mal lassen für ihre Größe. So, und jetzt beenden wir es mit der Waffe. Und tschüss. Na also. So much for Goliath class. That was over before it started. Negative. Enemy machines remain in the area. Was bist du? What the hell is that? Das ist eine sehr gute Frage, A2. Ich glaube, hier brauchen wir den Laser. It appears to be a machine life form that has adapted to the desert environment. Proposal. Destroy the enemy machine. Yeah, that's real helpful. Sehr schön. Inwiefern hat der sich denn an die Wüste angepasst? Mal ganz blöd gefragt. Der ist ein Riesenwurm. Außerdem, wie können sich Maschinen an die Wüste anpassen? Alter Vater, wollt ihr mich verarschen? Time to bust out B-Mode. Alert. The use of B-Mode to increase nuclear fusion output carries unacceptable levels of risk. Any offensive boost is offset by lower defense and increased maintenance costs. The feature was removed from newer models for this reason. Guess it's too bad I'm not a new model. So, wo ist denn mein Hegel jetzt hier eigentlich? So, wir haben den Berserker-Modus, weil wir ja wie gesagt eine alte Yorha-Einheit sind. Und den können wir jetzt auch mal aktivieren. Damit machen wir deutlich mehr Schaden. Aber wir kriegen die ganze Zeit ordentlich Damage. Wir müssen uns halt nebenbei immer wieder hochheilen, damit wir den ordentlich nutzen können. Older attacker models such as the Yorha A2 are not equipped with ranged weaponry. Proposal. Unit A2 should take advantage of her support pod, which is equipped with helpful long-range attack features. Don't patronize me. So, und wenn der B-Mode ausgesetzt wird, dann sind wir erstmal eine kurze Zeit angreifbar. Das ist ein bisschen blöd. Also der Berserker-Modus. Sollte auf jeden Fall mal was nehmen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass jetzt hier ein Mega-Laser kommt. Alter, wollt ihr mich verarschen, Freunde? Spotten will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir brauchen echt den weiteren B-Mode. Nochmal Berserker hier. So, wo sind sie? Der ist wieder oben. Das ist natürlich schlecht. Da bringt mir mein Berserker-Modus eher weniger. So, jetzt nichts mehr rauf. Und wieder heilen. Sehr gut. Wieder ein Kopf erledigt. Ein weiterer Kopf erledigt. Zack. Man muss hier ein bisschen echt nebenbei heilen tatsächlich. Da bringen mir meine ganzen Heilungschips nämlich echt nicht viel. Ich glaube, unser Schutz ist dadurch an sich auch besser. So, wo ist der letzte? Da muss doch noch einer sein. Achso, der ist wieder oben. Dann lasse ich den Berserker-Modus mal wieder auslaufen und heile mich direkt hoch. So, und die letzten Köpfe sollte ich jetzt auch so fertig kriegen. Das sollten ja nicht mehr ganz so viele Laser dann jetzt sein, ne? Hoffentlich. Ich habe viele Highlight-Items hier verbraucht, aber mit dem Berserker-Modus macht es das dann ein bisschen einfacher. Sonst hätte ich hier viel mehr Laser ausweichen müssen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo ist der Typ denn da oben? Der Laser visiert auch automatisch so ein bisschen an, kann das sein? Okay, er kommt wieder runter.
Wie wär's denn mal mit einem Laser? Der überrollt mich einfach, der Typ. Das finde ich ja irgendwie nicht so gut. Was ist das denn? Oh, die mit ihren ganzen Lasern immer die ganze Zeit. Wollen die mich verarschen? Dann mal ein bisschen hoch. Der müsste doch gleich erledigt sein hier, der Kopf. Ah, blöder, es sind doch nur noch vier verschiedene Köpfe. Das sollte doch nicht mehr so schwer sein. Komm schon. Jawohl, vielleicht nochmal den Berserker-Modus. Dann kriegen wir den Rest auch noch schnell fertig. Ja, die Kugeln werden halt automatisch abgewehrt. Das ist richtig gut im Berserker-Modus. Das ist halt richtig gut einfach. So, gerade so geheilt. Nochmal geheilt. Sehr gut. Warum kannst du immer noch einen Laser schießen? So, wo ist denn der letzte Kopf? Fliegt der wieder? Nee. Wo ist denn der letzte Kopf? Ja, ja, schon verstanden. Berserker-Modus hat sich wieder aufgelöst. Wo ist denn... Ach, da ist er. Na gut, ein einzelner Kopf sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Alert. Oncoming EMP attack detected. Oh, na klasse. Escape recommended. Ach, jetzt versucht er mich zu hacken, oder was? The EMP attack appears to have caused hacking damage to Unit A2's memory modules. So this is my memory area. But why are you here? Support units are required to monitor our target's internal systems in case of breakdown. Next time, ask me before you go poking around in my head. Kann man irgendwie nachvollziehen, dass ich das nicht möchte, ne? Okay, Alter. Wie viele kommen denn hier noch? Zack, da drüben ist noch einer. Kann ich jetzt endlich auf den Kern hier? Jawohl, wenigstens wehrt sich der Kern nicht. Ich glaube, das war noch nicht alles. Ja, das war erst die erste Barriere. What's all this about? The hacking has caused the enemy's memories to merge with your own. Das heißt, das war eine... Na gut, ich meine, wenn es die Wüsten... Die Wüstenmaschine ist, die Wüsteneinheit zum Auslöschen von der Menschheit, dann wäre... Ist ein bisschen klar gewesen, dass das wahrscheinlich der, ja, die Maschine gewesen sein muss. Wir hacken quasi zurück, wie es aussieht. Bisher kommen wir auch recht gut klar. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, das zu hacken hier alles. Okay, das war was von 2B. Interessant. Leider waren natürlich irgendwie die wichtigen Dinge nicht hörbar, habe ich das Gefühl gehabt. Hä? Aber irgendwas von wegen, wir nennen dich dieses Mal 2B. Das klingt doch irgendwie seltsam. Naja gut, wir machen mal weiter. Erstmal müssen wir die blöde Maschine aus unserem Kopf rauskriegen. Oh, ich vermute mal ganz stark, dass das eine Erinnerung quasi an eine Einheit war, die mit A2 quasi bei dieser Mission rund um Pearl Harbor dabei war und die wahrscheinlich die ganze Mission nicht überlebt hat. Was wir ja damals gelernt haben, als wir Informationen zu A2 gesammelt haben. Weswegen A2 ja dann sich auch gegen Yorha gestellt hat. Was ist das denn? You and I are the same. We have no one to help us. We can only cry. I said, shut up!